Hallo und herzlich willkommen zu deiner Tagesbotschaft heute am Donnerstag, den 25. April. Schön, dass du da bist. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Botschaft darf ich weitergeben? Und welche Farbe hat der Tag? Lilac. Karte 42. Stärke dein Vertrauen, stärke deinen Glauben. Werde aktiv. Ja, wie die Karte, wie auf der Karte schon draufsteht, diese Farbe stärkt deinen Glauben, sie stärkt dein Vertrauen. Sie aktiviert und stärkt deine Intuition und sie steigert deine, wie soll ich sagen, deine medialen Fähigkeiten. Ja, das ist eine zärtliche Energie, die da durchkommt. Das ist eine sanfte Energie, die da durchkommt. Und sie ermutigt einen, mehr in den spirituellen Weg, in die Spiritualität, in seine eigene Spiritualität einzutauchen und sich auf die Verbindung mit dem Göttlichen zu konzentrieren, also die Verbindung zum Göttlichen stärken. Mit dieser Karte geht es auch darum, eben sich zu befreien von alten Mustern, alten Verhaltensmustern und deine Macht, deine Stärke, deine Schöpferkraft zurückzugewinnen. Mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen, es geht halt ganz speziell darum, in etwas zu vertrauen oder etwas an etwas zu glauben, das offensichtlich nicht da ist, dass man nichts sieht. Also es ist schon da, aber man kann es nicht sehen mit dem menschlichen Auge. Die Karte kommt auch immer, wenn Menschen kurz vom Ziel aufgeben wollen. Die Karte will dich ermutigen, nicht aufzugeben, weil du bist kurz vor einem Ziel. Kurz bevor etwas bevor sich etwas Wichtiges ereignet in deinem Leben. Ja. Stärke die Verbindung zum Göttlichen. Und gib nicht auf, du bist kurz vorm Ziel. Ich sehe gerade hier, gerade eben habe ich für mich zusammengerechnet 6 und jetzt kommt hier 6. 6 Münzen. Der Narr. Stäbe. An der Unterseite die 3 Kelche. Da kommt mir ganz stark die Feierlaune hier durch. Bleibe zielstrebig, bleibe erfolgsorientiert, bleibe ehrgeizig, bleibe diszipliniert. Hier wird es bald etwas zu feiern geben. Hier wirst du bald die Früchte ernten können für all deine Bemühungen, ja. Solltest du irgendwie Zeit, Geld, Energie in irgendetwas reingesteckt haben, ja, du wirst belohnt werden, okay, das, was du investiert hast, es lohnt sich, es ist nicht umsonst gewesen. Du bist kurz vorm Ziel, das zeigt dir dann Narr an, kurz vorm Übergang, vor einer neuen Lebens
von einem neuen Lebensabschnitt. Okay, das, du bist kurz davor, aber das kann man eben noch nicht sehen. Viele können es noch nicht sehen. Manche sind in dem Glauben unterwegs, dass sie etwas nicht verdient hätten. Dass sie etwas nicht verdient hätten. Der Schwerter, hier ist der König der Münzen. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, was ich hier sehe. Ja, die sechs Münzen, das ist eine Energie von Güte, Wohlwollen, Nächstenliebe und so weiter und so fort. Und dass man hier etwas miteinander teilt und sich gegenseitig hilft. Aber das ist so wie, hier ist so ein Herr. Hier kommt mir so eine Hierarchie durch. Eine Hierarchie, es ist wie, als würde man sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, dass man warten muss, wann man etwas vom anderen bekommt, ausgezahlt bekommt oder genehmigt bekommt oder eine Zusage bekommt. Hier ist jemand, der einem gerade so viel gibt, wie man braucht. Das ist eine ein Abhängigkeitsverhältnis, das im Streit gerade ist, also das, wo man sich auch im Streit befindet oder zumindest, ja, dass es hier Differenzen gibt oder Auseinandersetzungen gibt. Trotzdem hilft diese Person irgendwie, trotzdem, was heißt hilft? Sie gibt dir gerade das, was du brauchst, gerade so. Das ist ein Verhältnis, in dem du nicht glücklich bist. Das ist kein Wunder, du willst da raus, ne? Du willst raus aus diesem Abhängigkeitsverhältnis. Das kann auch ein Arbeitgeber sein. Das kann das ganze System auf der Welt sein. Aber ich bleibe jetzt mal bei den kleinen Versionen. Das ist wie, das kann ein Vermieter sein, eine Vermieterin, Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Ja, ich nehme hier so materielle Werte wahr. Aber es ist eine konfliktbehaftetes Verhältnis und man wünscht sich, da rauszukommen. Man wünscht sich Freiheit, ne? Sich davon lösen zu können. Man wünscht sich, irgendwo ankommen zu können, wo es angenehmer ist, wo man sich zu Hause fühlt. Wo das Umfeld besser ist, wo man diese Schwere hier loslassen kann von diesem Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Und es ist wie, man fällt manchmal vom Glauben ab, ob sich da noch was ändert oder wie schnell sich da etwas ändert. Aber die Karte sagt hier, du stehst kurz vorm Ziel. Vertraue. Vertraue. Das ist für alle, die trotzdem eigenermächtig durchs Leben laufen. Ja, aber manchmal kann man eben alles tun, alles anstoßen sozusagen und muss trotzdem dann hoffen, dass sich etwas Gutes ergibt. Ja, oder dass eine gute Zusage kommt oder dass die Möglichkeit kommt, ja, jetzt kann man sich verändern. Oder vielleicht wird einem schon die Veränderung geboten. Man hat vielleicht schon den ersten Fuß reingesetzt, aber man weiß noch nicht so genau, ob das Bestand hat, ob man da glücklich wird, ob man da erfolgreich wird. Ja.
hätte gerne noch eine Karte für den Narren. Das ist ein Vertrag, das ist eine Vereinbarung, das sind gute Kontakte, das sind neue Verbindungen. Das ist auf Augenhöhe, das wünscht man sich, auf Augenhöhe, das ist hier nicht gegeben. Ich sehe die Karte ganz stark, das ist hier nicht auf Augenhöhe. Ja, ich deute die Karten immer so, wie sie sich anfühlen. Das ist auf Augenhöhe. Wie gesagt, im geschäftlichen Bereich, wie aber auch im privaten Bereich kann das sein. Aber ich nehme für viele sowas, ja, wahr. Man möchte einfach einen Platz finden, wo man hingehört. Wo man bleiben kann, wo sich gut anfühlt, wo sich es leicht anfühlt, anstatt dieses unwürdige Abhängigkeitsverhältnis hier. Das ist das Gift. Und das ist das, was stattfinden darf in Giftung. Das ist das Gift, was ich hier beschrieben habe. Erhebe dich. Genau. Lass dir auch gewisse Dinge nicht gefallen. Du musst in diesem Abhängigkeitsverhältnis nicht drinbleiben. Du hast Besseres verdient. Du darfst dich verändern. Du sollst an deine Schöpferkraft erinnert werden. Erhebe dich. Du musst dich hier nicht bücken, beugen, knien. Du bist nicht der Knecht von irgendjemand. Und das ist hier diese Hektik, diese Turbulenzen. Bleib gelassen. Ist nicht immer leicht hier, aber gut, manche schaffen es, manche nicht. Ist auch völlig egal, aber es beeinflusst einen innerlich, gesundheitlich. Und dann sollte man drüber nachdenken, etwas zu verändern, Nein zu sagen. Zu dem hier. Das kann ich dir für heute weitergeben, liebe Seele. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich drücke dich, wenn du magst. Bis morgen. Bye, bye.